Allerdings wieder Badenstedt unter Druck. Die mussten jetzt treffen. Wer würde sich die Pille schnappen? Daniel Kulb legt den Ball schon mal vorsorglich hin. Kleiner psychologischer Trick. Und Moritz Schabatke auf dem Weg. Ja, und jetzt gucken wir mal die Reaktionen an. Sie sind Pokalsieger. Feiern richtig ab, aber da gibt es Proteste. Jetzt aber erstmal der Zweifler, ja, denn was war los? Daniel Kulb kann es gar nicht glauben. Wie, doch getroffen? Ne, kann doch nicht sein. Wir haben natürlich die Auflösung. Moritz Schabatke schießt und jetzt achten Sie mal ganz genau drauf. Da wehnt sich Daniel Kulb in aller Sicherheit. Wir bleiben auf dem Tor drauf. Und da schlägt doch hinten irgendwas ein. Kann man hier schlecht sehen. Aber wir haben ja noch eine zweite Wiederholung. Und die zeigt es dann ganz eindeutig. Zu früh gefreut. Wäre da nochmal aufgestanden, anstatt wegzulaufen. Gucken Sie genau hin. Unglaublich. Da landet er hinten noch im Netz. Und der Ausgleich war gefallen. Ja, Frank Schletz, kann es gar nicht glauben, muss er drüber lachen.